So, mein lieber Carsten, du kannst dich ja jetzt einmal ganz kurz vor die Kamera stellen. In der Zeit hole ich mir tatsächlich meine Tasse, weil da ist nichts mehr drin. Ah, wunderbar. Das supporte ich dich doch sehr, sehr gerne. Ja. Wie viele Leute sind eigentlich gerade momentan live? Einige, ich habe aber keine genaue Zahl, aber das sage ich dir gleich noch an. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir schalten einmal auf den Prüfungstisch um. Wie wollen wir es halten? Soll ich der Prüfer sein oder möchtest du der Prüfer Dann sein? quäl mich mal, oder? Also, dann simuliere ich jetzt einmal den Prüfer und der Carsten gibt jetzt sein Bestes. So. Stehe ich hier im Weg? Ach ja, wir drapieren hier noch einmal ganz schnell um. Jawohl. Ja, liebe Yachtfreunde, das ist alles live. Live on stage. Das stand eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut. So, ich nehme euch noch mal einmal richtig mit in die Szene hier rein. Also wie gesagt, normalerweise liegt da noch viel, viel mehr. Das schüchtert viele Jagdschüler ein. Das ist wie bei der Knochenolympiade bei Wildkunde. Aber wenn man da die Hebelwirkung in den einzelnen Bereichen kennt, dann löst sich das Ganze im Wohlbefinden aus. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier mal so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet und gehen dann schlussendlich mal in die Prüfung rein. Ja, kommen Sie mal ran. Ah, Herr Blaschnik, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Prüfer. Grüße Sie. Ja, kenne ich Sie nicht schon irgendwoher? Waren Sie nicht schon mal da? Haben Sie es beim ersten Anlauf nicht geschafft? Ich war noch nie da. Ich glaube, ich werde es auch im ersten Lauf Ja, dann schaffen. haben Sie einen Zwillingsbruder. Wunderbar. Dann auf jeden Fall, wenn Sie gut vorbereitet sind, viel Erfolg. Herr Blaschnik, erzählen Sie mir noch mal was zu diesem Teil hier. Was ist denn das? Das ist erstmal eine abgeschossene Schrotpatrone, ja. Und gehen wir doch zuerst gleich einfach mal auf die Kaliberangaben ein, Herr Prüfer. Also erstmal haben wir auf dem Boden die Angabe 12, Kaliberangabe, ja. Ah, Herr Durchgang Blaschnik, 12,70. ich gebe Ihnen einen guten Tipp. Ja? Beantworten Sie mir einfach nur die Fragen, nach denen ich gefragt habe. Wir haben hier wenig Zeit. Also, das ist folgerichtig, haben Sie folgerichtig gesagt. Das ist eine abgeschossene Schrotpatrone. Wunderbar, Herr Blaschek. Vielleicht kommen wir ja gleich noch zu der Kaliberabfrage. Aber wir gehen mal weiter. Was ist denn das hier? Das ist ein Flintenlaufgeschoss. Ja. Ja, Und erkennen Sie das? das ist entsprechend natürlich für eine Flinte geeignete Munition. Und im Inneren findet sich dann so ein Bleibatzen. Somit ist es eine als Kugelmunition anzusehen und wäre zum Beispiel auf den Schuss auf ein Schwarzwild möglich. Können Sie mir mal erklären, warum hier dieses Flintenlaufgeschoss durchsichtig ist und die Schrotpatrone nicht? Warum ist das so? So ist auf jeden Fall sichergestellt oder sicherer hergestellt, dass ich sofort erkenne, dass es sich hier um einen Flintenlaufgeschoss handelt. Wunderbar. Herr Blaschnik, das sieht doch sehr gut aus. Fakt ist doch mal, dürfen wir denn diese beiden also diese beiden Patronen, wenn wir auf der Flintenjagd sind, dürfen wir die denn zusammen in die gleiche und selbe Tasche packen? Das dürften wir natürlich nicht, Herr Prüfer. Das würde allein schon meinen Anspruch an mich selbst untersagen. Aber ganz offiziell steht es auch in der VSG 4.4, dass Schrotmunition und Kugelmunition, den Flintenaufgeschoss in zwei unterschiedlichen Behältnissen aufbewahrt werden müssen. Super. VSG 4.4, was heißt denn eigentlich VSG 4.4? Das, früher hieß es so umgangssprachlich Unfallverhütungsvorschriften. VSG steht entsprechend für Vorgaben für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Und zwar in der 4 geht es um Landwirtschaft und Punkt 4 ist es dann wiederum der Abschnitt Jagd. Jawohl. Vorschriften tatsächlich heißt das. Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Mensch, super klasse, das habe ich ja heute noch gar nicht gehört. Mal angenommen, Sie würden diese beiden Patronen in eine Tasche packen, dann gäbe es tatsächlich
weil unabhängig davon, dass es gegen die VSG 4.4 verstößt und man das vielleicht verwechseln könnte, aber Profis, ja, da gab es die VSG 4.4 nicht, die haben dann immer noch so einen kleinen Trick in der Hosentasche angewendet. Vielleicht schauen Sie sich das einmal an, wenn so eine Schrotpatrone hier oben zu wäre. Das ist ja hier beim Flintenaufgeschossen nicht der Fall. Also mal angenommen, wir hätten jetzt hier, und diese ab, also wenn ich zur Jagd gehe, mache ich das grundsätzlich so. Obwohl ich das getrennt trage, mache ich trotzdem diesen kleinen Fingertrick, möchte ich mal behaupten. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Ganz einfach. Wir können entsprechend hier oben reinfühlen und sehen natürlich, merken das Metall und entsprechend sehen wir sonst das ineinander gefaltete, verschlossene Schrotgeschoss. Jawohl. Sie sprechen gerade ein Metall an. Was ist denn das hier im Prinzip? Jetzt will ich keine chemische Zusammensetzung haben von Ihnen. Ist das Metall oder ist das, was ist das? Das ist ein Stückchen Blei in der Regel. Richtig, ein Bleimatzen. So, und jetzt erzählen Sie mir noch mal bitte, nehmen Sie das doch mal in die Hand. Sagen Sie doch mal, nach welchem Prinzip funktioniert denn dieses Flintenlaufgeschoss eigentlich? Nach welchem Prinzip? Im Prinzip das Pfeilprinzip. Ja, gerne wird auch mal vermutet, dass sich übrigens auch die Rillen hier drin dazu eignen, dass das Geschoss sich dreht. Das ist aber nicht so. Das ist einfach dafür geeignet, damit sich dann auch der Bleibatzen auch entsprechend durch die Chokes im vorderen Teil des Flintenlaufes befindlich dann entsprechend auch dann da durchdrücken kann, also anpassen kann. Ja. Und das Fallprinzip ist entsprechend so, Vordergewicht ist vorne, ja, und entsprechend geht es nach vorne. Genau, super. Also wie gesagt, ja, die meisten sagen tatsächlich hier diese Führungsrippen, ja, wären für den Drall. Nein, ein Fallprinzip ist ja wie beim Pfeil, der fliegt gerade. Ja. Und jetzt sagten Sie, ja, nach dem Pfeilprinzip, welche Funktionen haben denn oder hat denn hier dieser Filzpfropfen hier hinten dran? Der sorgt dafür, dass das Geschoss im Lauf auch abgedichtet ist, also somit die komplette, komplette Gasdruck Auswirkung auf das Geschoss hat und somit keine Geschossenergie verloren geht. Super, also einmal zum Gasabdichten, dann in der Schrotpatrone selber drin, was passiert denn da, wenn hier die Zündung stattfindet? Hier ist ja noch Pulver drin, da kommen wir gleich noch zu. Ja, das ist dann übrigens ein schnell abbrennendes Pulver, was in der, im Geschoss verarbeitet wird. Und wenn entsprechend gezündet wird, die Ladung wird gelöst und dann kommt der Gasdruck oder natürlich auch die Zündung nicht direkt mit dem Bleibatzen in Verbindung. Das gilt auch genauso gut bei Schroten. Wunderbar, wunderbar. Jetzt wollte ich Sie schon duzen, weil ich so begeistert sind. Also klasse, super. Also einmal um tatsächlich gasdicht abzudichten und zum anderen, um das schnell abbrennende Pulver nicht direkt auf den Bleibatzen knallen zu lassen. Und die dritte Funktion, die haben Sie mir ja schon gesagt, das sogenannte Fallprinzip. Also welche Funktion hat dann dieser Filzpfropfen hier hinten als dritten Punkt tatsächlich? Das ist vom Prinzip her dass die Gewichtsverteilung und die Flugbahnstabilisierung dadurch. Die Flugbahnstabilisierung. Herr Blaschnik, da bin ich wunderbar begeistert. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich Sie eventuell noch zu einer 1+ mit Sternchen bringe. Ja, meine lieben Jagdfreunde, jetzt schalten wir mal wieder um. Das war ein kleiner Ausschnitt. Ja. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein paar Däumchen, beziehungsweise wenn, vor allen Dingen, scheiß was auf die Däumchen. Wenn ihr ein paar Fragen habt, schreibt die mal in den Chat rein. Denn jetzt kommen wir zu einem Teil. Ihr habt ja gemerkt, dass ich vorhin diese Kaliberabfrage gar nicht hören wollte. Und jetzt kommen wir da tatsächlich zu einer Überleitung. Kaliber 12, 16, 20. Das zu erklären. Ja. Und da tun sich manche schwer. Und deswegen, ich habe da gehört, Carsten. Wir haben da eine Idee, wie man das vielleicht besser rüberbringen kann. Wurde was vorbereitet. Und ich werde jetzt tatsächlich hier das einmal umdrapieren, ja, werde dir dabei helfen und dann gehe ich tatsächlich hinten mal in den Chat und übernehme deinen Platz und dann bin ich mal gespannt, wie du uns das Kaliber 12, 16, 20 respektive 410, wie du uns das erklärst. Ja, da bin ich mal gespannt.